Mein Name sei Odin. Jo. Jetzt kommt der Odin. Na, nicht ganz. Ein Tomberi! Juppie! Ich mag dieses Geräusch, wenn die... Was? Erscheinen. Diese komische, lustige Sprache. Flug der... Ah! Ah, da war ja was. Da war ja was. Scheiße. Ja, okay. Aha. Okay, es könnte... Aha. Scheiße. Vielleicht erkennt ihr es schon. Wow. Ja. Also Flug... Was? Wieso? Was? Geh mal hier auf die Nuss jetzt bitte hier. Wieso greift der den Seil nicht an? Also Fluch der Besiegten bezweckt eigentlich nur... nur in Anführungsstrichen? Moment, ich kann gerade nicht reden. Scheiße. Komm schon, töte ihn. Oh, der hat irgendeinen Zauber. Er lebt einfach noch, ne? Er macht ja den Fluch der Besiegt nur anfangs. Oh oh. Nein! Küchenmesser! Na gut, das ist noch überschaubar. Jawoll, so will ich das sehen. Stirb doch bitte einfach, Mann. Das ist doch nicht so schwer. Genau. Machen platt. So. Das dürfte reichen. Also, er weiß, wie man nerven kann. Er weiß wirklich, wie man nerven kann. Alter, lebt ja immer noch. Ich müsste vielleicht eigentlich so einen Erfahrungspunkte-Regen kriegen. Zack, zack. Bumm. Tomberi ist gestolpert, ist hingefallen, genau. Nein, nein, nicht das Küchenmesser! Nein! Da! Boah, er hat so viel HP, ne? Ich glaube, ich bin einfach noch nicht so weit. Küchenmesser. Zack! Das ist eine ziemlich zähe Geschichte hier gerade. Ich könnte euch ja schon mal verraten, dass wir noch gegen den einen oder anderen Tomberi kämpfen. Nein! Kämpfen müssen im Verlauf des Spiels. Tomberi ist hingefallen. So, mach Angel Reverse. Unsichtbarer Mond ist es, glaube ich. Das bringt mir jetzt sehr, sehr viel, wenn der Squall tot ist. Das bringt mir schon was, wenn der Squall bringt Zeit zum Wolf. Gar nichts. Ach ja. Übrigens den Zauber Tod jetzt erstmals gezogen. Der ist auch zum Koppeln nicht der schlechteste Zauber. Boah, jetzt wäre die Selfie natürlich geil. Mit scheiße Megavita. Stirb doch bitte einfach. Tust du einfach.
glaube ich, an die Selvi kann ich ja gar nicht holen. Ah. Es ist einfach nicht zu glauben, ne? Weil das Zeitlimit, das gerade abläuft, das wäre schon für diesen Kampf zu behindert, glaube ich. Also. Wow. Der ist einfach nur traurig, ne? Das ist einfach nur traurig. Küchenmesser! Zack! Scheiße. Ich find's ein bisschen... Was machst du da? Oh! Das, mein Freund, ist ein Fehler gewesen. Ups. Reicht. Hab die Kombination nicht mehr. So, jetzt. Er lebt einfach immer noch. Es ging einfach nicht gerade. Okay, es wird jetzt sehr, sehr eng. Okay. Angel. Oh, oh, er ist tot. Ich habe nur 8 Minuten gebraucht fast. Boah. Also die Menge an Erfahrungspunkten, die wir jetzt hier bekommen, die ist wirklich enorm. Also muss ich echt sagen, das ist schon... Wir kriegen einfach nichts. Doch, ein Ability Point. Wer sich nach Stärke sehnt, zeige die Kräfte eines Kämpfers. Na, das werden wir aber nicht tun, wir hauen jetzt ab. Denn dieses Zeitlimit da oben, das hat einen bestimmten Grund. Das hat auch mit diesem... Ihr wendet mir den Rücken zu? Schande über euch. Mit dem Sportskamerad Odin zu tun. Ja. Jetzt muss ich mich erstmal einfach nur sammeln. Einfach sammeln. Gut, Vitra... Oh, habe ich nicht gekoppelt, das überrascht mich. Aber das finde ich aber gut. Dann kann ich das nämlich schön hier verwenden. Renoir, ja gut, die Renoir, die Selfie ist dann, steht ja nicht zur Verfügung? Ich glaube nicht, ne? Nein! Weil die Selfie, die wäre schon ganz schön knorke jetzt hier. Ich meine, wir haben jetzt also in diesen Ruinen zwei Dinge zu erledigen. Einmal das mit dem Zeitlimit und dem Sportskamerad Odin. Nummer zwei wären die netten, süßen, flauschigen Tomberis. Bei den netten, süßen, flauschigen Tomberis würde sich... Wobei, die Renoir mit unsichtbarer Mond? Gut, leveln kann man hier eh nicht. Also die Tomberis, die geben einfach einem einfach nichts. Also... Jo, okay. Nein! Nein! Auch das noch. Ein Bell-Hell-Mell-Hell? Nein, ein Doppelhacker mit zwei Heulechsen. Den viel zitierten. Ich habe übrigens zuletzt, also gestern Abend, Final Fantasy X-2 gespielt. Also kann sein, dass ich so ein bisschen jetzt durcheinander komme hier, was so ein paar Mechanismen betrifft. Zack. Im Kern ist das gleiche Spiel. Nur ein bisschen anders. Also ich wollte euch ja erklären, was Fluch der Besiegten, was das ist. Also, Fluch der Besiegten ist ein Konterangriff, den er anscheinend... Ich habe jetzt zwei Theorien. Drei Theorien. Ich weiß nämlich nicht mehr. Theorie 1 wäre jetzt... Also, Theorie, die sich jetzt quasi ergeben aus dem, was wir gesehen haben. Theorie 1 wäre... Ich will es euch gerade kurz zu Ende erklären. Wäre, dass die das nur dreimal machen. Glaube ich aber nicht.
Also die Theorie ist eigentlich Schwachsinn. Theorie 2 ist, dass sie das nur so lange machen, wie sie auch an ihrem Ausgangspunkt stehen. Glaube ich auch nicht. Theorie 3 wäre, dass sie das so lange machen, also ich sag schon bewusst im Plural, dass sie das so lange machen, bis einer getötet wurde mit diesem Fluch. Odin? Ja, da ist er wieder. Mein Name sei Odin. Der Fluch der Besiegten, die Stärke des... Nein! Ich werde jetzt Folgendes tun. Also wie gesagt, wir müssen noch Tombris besiegen. Wie viele das sind, erkläre ich euch, oder verrate ich euch jetzt noch nicht. Lass mich doch bitte, danke. Ich mach's ungern, ich muss es machen, sonst ist es einfach nicht zu schaffen, tut mir leid. Also zumindest nicht beim derzeitigen Level. Die Stärke des Fluch der Besiegten ist höher, je mehr Feinde der Charakter getötet hat. Also da der Squall ja so ein paar Gegner mehr getötet hat als die Renoir, hat dementsprechend auch einfach der Fluch der Besiegten über das Zehnfache des Schadens dem Squall zugefügt im Vergleich zu Renoir. Aha. Überraschungsangriff, den muss ich ausnutzen. So. Ja, und das Zeitlimit oben, das betrifft, wie gesagt, nur den Odin, der uns quasi ruft, kann man sagen. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung mehr, wie man hier vorzugehen hat. Ich glaube, das ist einfach nur falsch, was ich hier mache. Das ist einfach zu lange her, tut mir leid. Also ich habe auch nicht nachgeschaut jetzt. Doch, ist richtig. Es scheint richtig zu sein. Gut, jetzt wäre natürlich die Ability vom Diabolos äußerst praktisch. Ich habe aber keine Zeit für, lass mich. Ach doch, den kann ich töten, den nimmst du wieder. Okay, vielleicht doch nicht. Was heißt, ich will alle drei Stopp haben? Das heißt übrigens im Umkehrschluss, ich kann auch Stopp von ihm ziehen. Wenn ich denn möchte. Dreimal Seele der Toten gestohlen, das ist cool. Okay, der Angriff von dem zu vernachlässigen. Ja, den Kampf mache ich danach, wenn ich bei allen Kämpfen fliehe. Aber ich mache die Centra-Ruinen doch später, wenn ich das mit den Dings habe. Dann brauche ich noch nicht so oft fliehen. Schweigegelübde. Ich glaube, ich mache das auch so. Ich mache das später. Das wäre schon cool, den Odin. Oh, okay. Stopp. Er erlischt irgendwann von selbst. Das habe ich auch nicht mehr gewusst. Okay, der hat deutlich mehr HP, als ich dachte. Okay, das ist eher suboptimal. Dagegen habe ich einfach sogar... gar keinen Schutz, wollte ich gerade sagen. Gut. Aber gut, der Score steckt voll Überraschung. Also er kann nur langsam mal sterben. Also hätte ich jetzt echt nichts gegen. Was tut er da? Und warum tut er es? Ich bin ja fast ganz apart jetzt, ne?
Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen geschockt, also. Ich kannte diese Attacke einfach nicht von ihm. Die waren da schon einfach nur 14 und da waren die einfach tot. Nee, Leute, das hat keinen Wert. Ich bin einfach noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Warte mal. Ich bin noch nicht bereit dafür. Lass mir noch ein bisschen Zeit. So. Nee, Leute, das hat keinen Wert. Das alles ist so sinnlos. Gut. Kommt, Freunde. Suchen wir uns eine Bahn. So. Nee. Nee. Einfach nur nein. Also Fakt ist, wir werden innerhalb dieses Zeitlimits, also es ist wünschenswert, wenn wir einen Kampf bestreiten dürfen. Warte, ich gucke mal kurz. Und für diesen Kampf haben wir dementsprechend so viel Zeit, wie da angezeigt wird. So, wir ändern das gerade mal ganz schnell hier. So. Es gibt nämlich beim Diabolos, also wenn man einen Gegner 50% hat, was ja schon äußerst praktisch ist, dann gibt es noch eine höhere Stufe. Und diese Stufe ist nämlich Gegner 0% und die werden wir dann auch hier anwenden, diese Ability. Das heißt, wir müssen halt vorher noch erstmal, ja, Ability Points farmen. Nein, wir werden jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Es gibt so viel zu erklären zu diesen Ruinen hier. Eigentlich. Die Sache ist, dieser Kampf, der uns erwarten wird innerhalb dieses Zeitlimits, der ist jetzt nicht so schwer. Also ich habe es bisher immer geschafft. Auch im Zeitlimit habe ich ihn, glaube ich, auch immer geschafft. Die Sache ist nur, diese Person, der wir da gegenüberstehen werden, hat einen Zauber. Das ist eigentlich so der, würde ich jetzt fast behaupten, beste Kopplungszauber. Also der Zauber an sich ist schon geil, nur ich brauche den nicht so oft. Aber er ist eigentlich so der Stand jetzt beste Kopplungszauber. Und das heißt, ich werde einfach... Ey, Leute! Boah, das nervt einfach so tierisch, ne? Boah, Mann. Ja, ich lach mich kaputt, echt. Ey, fick dich doch einfach, ganz ehrlich. Weil ich viel davon abzieht, ne? Jetzt bin ich tot, oder was? Das ist einfach nur lachhaft, tut mir leid. Das ist einfach nur lachhaft. Das ist so lächerlich, ohne Scheiß, ey. Ohne Scheiß. Hallo Kampfumfehl, ja, ich bin lustig gespielt. Boah, ey, ich bin gerade so wütend, ne? Ich meine, ist das nicht schlimm, das waren jetzt nur, keine Ahnung, 20 Minuten, aber jetzt bin ich einfach Game Over gegangen wegen so einer Scheiße. Ich wollte eigentlich durch das Spiel, ich lasse das nicht gelten, tut mir leid. Also, ich wollte eigentlich durch das Spiel kommen, ohne Game Over zu gehen, das Game Over leider nicht gelten, das ist lachhaft. Also, hätte ich den Kampf normal bestritten, hätte ich ihn ja locker gewonnen, aber das war ja, boah. Ist nicht schlimm. Einzige, was wir jetzt halt nicht haben, sind diese Erfahrungspunkte vom Lebensverbieter. Ich denke mal, ihr stimmt mir da überein, dass ich da dieses, und mit mir überein, dass ich dieses Game Over nicht gelten lasse. Für meine persönliche Bilanz, weil das war ja, das war wirklich lachhaft. Also bin ich nach wie vor ohne Game Over. Ohne offizielles Game Over. So. Jo, dann, was machen wir jetzt noch in diesem Part? Der Part war eigentlich so komplett für den Arsch. Windhill. Ich habe nochmal nachgeschaut. Nein! Nein! Was mache ich denn? So. Warte mal, ich muss mal... So. Oh, da ist ein Dingswald, ein Schokobowald. Wieso? Ich habe jetzt nicht mehr auf in dem Part. Das war jetzt kein Sinn mehr. Seit ich den Garten habe, also seit ich mit dem Garten hier quasi so reisen kann, komme ich einfach nicht mehr vorwärts, ne? Das ist schon ziemlich traurig, muss ich sagen. Ja, weil ich noch sagen wollte zum Odin, also zum zum Gegner, gegen den ich kämpfen werde, also der Odin-Mission, ich werde halt Unmengen von diesem Zauber einfach drawen. Unmengen. Und ja, dementsprechend wird der Kampf nicht der spannendste werden, aber es wird sich einfach definitiv lohnen, weil dieser Zauber ist der Wahnsinn. Wie gesagt, vom Kopplungstechnischen her gesehen.
So, Freunde, jetzt drücken wir mal die Daumen. Ich habe noch nachgeguckt. Ich habe eigentlich nicht viel falsch gemacht. Ich will nicht sagen, dass ich vieles richtig gemacht habe. Ich habe nicht viel falsch gemacht. Wir können mal wieder ein paar Sehtests machen eigentlich. Ich glaube nur die Rüstung. Es ist die Rüstung, tut mir leid. Die hebt sich auch einfach vom Hintergrund ab. Also von den. Dass da auch irgendwie keine Meldung irgendwie kommt. Oh, die Rüstung ist schön oder irgend sowas. Mann, ansonsten muss ich wieder auf die Bugs schieben. Dass das Spiel eben verbuggt war, wo ich fliehen wollte. Und dass das Spiel jetzt verbuggt ist, weil ich einfach diese Mission hier nicht verenden kann. Da muss ich halt wieder auf die Schiene fahren. Ich kann es nicht ändern. Ach Leute, ey, was ist denn das für ein Scheißdreck, Mann? Ich meine, da wo ich nachgelesen habe, stand einfach nur, ha, schauen Sie sich die Rüstung genau an. Was mache ich denn die ganze Zeit? Schaue ich mir sie ungenau an oder was? Und dann stand dann, irgendwann passiert dann das und das. Und dadurch bekomme ich die Scherbe. Mein Mann ist wegen der Ware so leicht verwirrt. Es gibt doch keine Gespenster, oder? Okay, die Frau hat so eine komische Stimme gehabt jetzt. Also, Leute, das nervt einfach. Es nervt. Es nervt wirklich. Dieser ganze Part nervt. Dass diese Drecks-Tomberis so viel HP haben, nervt. Abgesehen davon, dass wir 20 Tomberis besiegen müssen. Jetzt habe ich es rausposaunt. Na gut, dann kann ich die Mission nicht vollenden. Ich kann sie nicht ändern. Das geht nicht. Wenn ich jetzt irgendwas. Ich hätte ja gedacht, ich muss vielleicht noch irgendwas anderes machen vorher. Aber das Problem ist, ich habe nachgeschaut nochmal und es stand da. Es ist die erste Scherbe, die man holen kann. Also man muss vorher nichts machen. Man muss diesen Dude ansprechen, das haben wir getan. Dann muss man hier runtergehen. Und dann halt, ja. Die Rüstung genauer betrachten. Okay, Leute, ich mach's vor. Ich will das jetzt in diesem Part noch machen, die Scheiße. Ich schaue jetzt nochmal in einer anderen Lösung nach. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Bis gleich. So, Leute. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Nein, es funktioniert nicht. Ich verstehe das nicht, Leute. Es funktioniert nicht. Was mache ich falsch? Also, welche Informationen habt ihr, was mir weiterhelfen könnte im Vergleich zu der offiziellen Lösung des Spiels, der offiziellen Komplettlösung und einer Lösungsseite im Internet, die komplett auf Final Fantasy spezialisiert ist und die eigentlich sogar noch besser ist als die offizielle Lösung. Sag mir bitte, was mache ich falsch? Was steht da nicht drin? Es ist doch einfach nur scheiße, ganz ehrlich. Ich will einfach nur diese Kackmission beenden. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte ja gesagt, es wäre so eine typische Final Fantasy-Kacke. Wie zum Beispiel bei Final Fantasy X-2. Da war eine Situation, da reitet man auf einen Chocobo und da ist eine Chocobo-Feder und auf die muss man sich stellen. So, sonst war es so, wenn man auf diesen Federn sich gestellt hat, muss man X drücken, dann passiert irgendwas. Also Chocobo springt zu einem geheimen Bereich. Da war es so, Entschuldigung. Da war es so, man musste 18 Sekunden auf einfach nur da stehen. Wer kommt auf sowas? Erstens, wer kommt darauf, so eine Scheiße überhaupt zu entwickeln und in das Spiel zu setzen? Und wer kommt darauf, das zu lösen? Wer stellt sich 18 Sekunden einfach mal dahin? Ja, Leute, ich weiß es nicht. Ich kann die Mission nicht beenden. Tut mir leid. Es geht nicht. Oh Gott, ey. Gut. Ich bin einfach nur frustriert gerade, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel, genau ausgerechnet das Spiel, also genau das, dass mich das so frustriert. Ich hätte es nicht gedacht. Okay. Ja, jetzt sind wir eigentlich überhaupt nicht weitergekommen. Einfach so gar nicht.
Wir können die Hauptmission fortsetzen. Ich werde es noch irgendwann hinkriegen mit den Tasten. Ich werde es noch hinkriegen. Oh, was kann ich denn noch machen? Ich meine, ich kann sehr viel machen. Das ist ja genau die Scheiße. Ich kann mich nicht entscheiden. Wüstengefängnis, Timber. Gut, wir können natürlich... Da müssen wir eh nochmal hin. Ballern. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt einfach Karten. Wir spielen jetzt einfach nur Karten. Karten? Ballam, so viel Zeit ist nicht vergangen, aber es kommt mir so ewig vor. Aha. Wir spielen jetzt einfach nur Karten. Da komme ich ein bisschen runter. Pass auf, jetzt werde ich die ersten Kartenspiele verlieren. Das wäre einfach so passend. Passend zu dem Game Over, den es nie gegeben hat. Und der Win-Hill-Mission, die wir nicht beenden können. Ah, Drecksbalk. Bleib stehen. So. So. Ja, ich hab's gar nicht mehr gespielt. So. Jetzt geht's ja nur darum, dass wir 15 Matches bestreiten, damit wir uns mit den CC-Freaks auseinandersetzen können. Gut, ist eigentlich kackegal, von welcher Seite wir den schlagen. Okay, ist nicht egal. Mangels Alternativen. Okay, das, die Drohne dürfte nach uns gehen. Ah, können wir noch ein paar Karten sammeln, seht ihr? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Spiele ich schon bestritten habe, aber ich habe locker 10, also locker. Ah, ist der Blitzer. Ja, gut.